So, ich bin gemütlich mit dem Aufzug hochgefahren. Willkommen zurück, Leute. mal gucken, ob unser... ob die Sache mit dem Tastenfeld jetzt funktioniert. Es gab sonst keine Vorkommnisse. So, die Möglichkeit, die wir haben, war entweder 3, 5, 7, 8. Ah, es hat geklappt. Cool. Oh ja, hier ist wieder anscheinend das Kakerlakenproblem. Ja, irgendwie sind diese alten Bilder cool, ne? Auch wenn es ein bisschen spooky ist. Da ist der Schimmel. Alter, das ist aber... Da kommst du mit so einem Fläschchen nicht weit. Meine Fresse. Da ist das Röntgenbild. Geht ja so ein bisschen drauf getippt, dass da einer aus der Wanne springt. Sie füttern mich mit Abfall und verwesendem Fleisch voller Sehnen, voller Maden. Sie zwingen mich, die Säfte zu schlucken, rot und gelb. Fließen meinen Hals hinunter. Ich huste und würge und übergebe mich, bis mir der Hals wehtut. Ein schmerzendes, pochendes Rohr aus Fleisch. Ich würge alles hoch, aber ich schmecke es immer noch. Behandlungszimmernotiz. Oh Mann, ey. So. Wo sind denn eigentlich so? Genau. Ein sauberes Röntgenbild. Oh, Tatsache heißt das so. So, jetzt müssen wir ja... Ah, hier sind wir jetzt. Zurück. Oh, das passt ja. Das ist genau richtig hier. Zurück zum Röntgenraum. Und dann kriegen wir vermutlich zwei Zahlen, tippe ich drauf. Zwei neue. Nee. So nehme ich. Wo sind die jetzt hin? Ach da, ja, nimm das mal auf, du. Also dann müssen die Kratzer irgendwie zusammengefügt werden. Nee, so ist es nicht. Dann so. Ist das 4,37,12? Ich mal mir das mal auf, falls ich keinen Zugriff drauf habe. Oder dass ich mich lange suchen muss nachher. 4,37,12. Aber ich schreib's auch nochmal auf, das ist ja nett. Ach da, Tatsache. Er ordnet das auch direkt dem Kombinationsschluss zu. Okay. Ah, sorry. Ich will mal alles mit Escape wegmachen. Was hier mit Befallout auch ständig. Geht das so? Ah, shit. Wäre er denn? Oh, muss ich da jetzt... Hä? Das verstehe ich an diesen Schlössern irgendwie nicht. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. 4.
Muss ich dann jetzt 37 abzählen oder was? Habe ich hier gar keinen Bock drauf. Das habe ich bei dem Safe schon nicht geschnitten, Alter. Aha, interessant. Ey, sorry, ne? Verstehe ich absolut nicht, wie das. Das scheint der richtige zu sein. 4. So. Und dann dreht man entweder auf 37 weiter, was ich, meiner Meinung nach eigentlich nach nicht funktioniert. Das wäre eigentlich 37. Ich hasse sowas, ne? Es ist ja, guck mal, es ist ja sogar auch noch mal links oben angeschmiert mit Edding. Dass es nach rechts, links und wieder nach rechts geht. Ey, ihr wollt mich doch echt verarschen hier. Ich guck mir das im Netz an. Und er macht exakt dasselbe wie ich. Hier. 37, ja, das ist 36, 37. Da kann er doch nicht sagen, es ist falsch. Das ist mein Code, Mann. Alter, ich habe hier einen übelsten Bug, ich komme nicht weiter. Er akzeptiert ja 4. Macht er ja. Alter, hundertprozentig, ich habe es mir angeguckt. Warum geht das jetzt? Und dann ist es 12. Also nee, sorry Leute. Was war das für ein Scheiß gerade, Alter? Definitiv habe ich das richtig. Also. Ja, hab's das offen, ey. Schmutzige Armband. Okay. Ich wäre jetzt gar nicht auf die Idee gekommen, unter dieses Laken zu gucken. Es sah jetzt auch überhaupt nicht so aus, als ob da noch irgendwas drunter ist. So, jetzt müssen wir zurück zum Büro des Direktors. Dafür müssen wir eine Etage runter. Lasst uns erstmal kurz abspeichern. So, und dann kriegen wir. Ach, guck mal, dann kriegen wir den Schlüssel für den Storage Room. Ja, der sieht schon so aus, als ob der da irgendwie mit zugeht. Jetzt müssen wir erstmal die Dinger hier anbauen. Den können wir das hier einstellen.
Hat das mit den drei Patientenakten zu tun? Lasst uns mal lesen. Das sind sie hier. Ich hätte hier nochmal geguckt hier. Ach, scheiße. Mann. Ja, genau. Was ist denn die Kacke jetzt, Alter? Ja, stellt mir da einfach ganz andere Sachen ein. Also wirklich. Was war denn hier so drauf? Also hier beim Blutverschmierten gibt es ja gar nicht so viele Optionen. Das Schmutzige macht man auch am besten gar nicht sauber. Achso, das kann ich auch noch tauschen. Ah, okay. Okay. Das ist wirklich für den Lagerraum hier nebenan. Hat der feine Herr hier gelagert? Ach ja, uns fehlt ja noch die Taste für diesen Safe. Oh, das wird jetzt wieder wild, ey. Der Tresorknopf. Ah, oh, hier haben wir den Hinweis. Das ist cool. Ich habe gedacht, wir müssen jetzt wieder Zettel lesen. So, ihm müssen wir anscheinend ein Schwänzchen basteln, ne? Der Anfang sieht schon mal cool aus. Das haut hier auch nicht ganz hin. Und. Oh, nee. Voll verkackt. Hier stimmt's nicht. So, jetzt aber. Nee, das muss noch. Meine Fresse, ey. Hat ein langes Vieh. Oh Gott, yes! Yes, Baby, und da haben wir unseren Code. Wie soll ich mir das merken? My friends. Also vielleicht. Also heutzutage ist ja meistens so, dass man eine Anzeige dann im Spiel bekommt unter dem Save. Ich hoffe, das ist so. Ich habe mir jetzt aber einfach auch mal ein Foto gemacht. Ja, malt sich was auf der Karte. Früher musstest du dir so Sachen immer aufschreiben, ne? Da konntest du ja auch noch keine Fotos machen oder so schnell. Damals. So, hier kriegst du erstmal deine Taste. Ach komm, Eve. Dass mein Handy immer aus dem Arsch kommt. Wie du möchtest jetzt das Foto angezeigt bekommen. Aber das hilft mir jetzt auch irgendwie gar nicht, weil. Ich darf ja hier nur. Was hat er jetzt aufgeschrieben? Vielleicht brauche ich nicht alle Sachen. Ich habe 9 Symbole, brauche aber nur 6.
Weiter? Warum? Okay, schreit er mir an. Also das kann ja jetzt definitiv nicht so sein, dass man das hier irgendwie einfach nur ausprobiert. Oh, das hat wieder irgendwas mit einem Zettel zu tun. Ah, jetzt zeig mir mal die ganzen Sachen an, die ich überhaupt nicht brauche. Warte mal. Die Zahlen sind. Das ging ja hier von. Ich habe ja ein Foto gemacht zum Glück. Das ging hier von 1 bis 9. Jetzt haben wir den Code 92 45 71. Das ist doppelt, okay. Das theoretisch jetzt mal. Die 9 wäre das Symbol ganz rechts. Dann wäre das komische TH bei 2. Das würde hinkommen. Das sind 6 Ziffern. Das sind 6 Symbole dann logischerweise. Jetzt muss ich bloß mal auf mein schlaues Foto hier gucken. Was haben wir gesagt? Das hier ist die 9. Das ist die 2. So, dann wäre. Darf ich hier weggehen, ohne dass es verstellt wird? 45, 71. 45, 71. Dann wäre das hier die 4. Das ist die 5. Das hier die 7 und dann das hier. Ah, es geht aufs Dach. Der Rooftop. Bist du noch für einen Wisch? Die Bilder wurden unscharf, verschmolzen miteinander. Ich konnte sie nicht mehr erkennen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber vielleicht kannst du es. Das bringt dich ans Ziel, aber wahrscheinlich nicht so, wie du es willst. Der Weg könnte etwas unangenehm und sicher auch schmerzhaft werden. Das ist er immer. Okay. Aber das war schon so ein bisschen schlau von mir. Manchmal habe ich Glück beim Denken. So, auf zum Dach. Treppe. Der Blick ist richtig. War schon. Oh. Zuckt noch. Also, es war schon cool gemacht. Hätte ich jetzt nicht diesen enormen Hänger gehabt. Mit dem. Ups. Muss hier, glaube ich, nochmal. Ja, okay. Diesen Hänger mit dem Fenster, was ich nicht eingeschlagen habe. Dann bin ich eigentlich ganz gut durchgekommen. Und das Kombinationsschloss war eigenartig. Ach nee. Gespannt, was uns jetzt auf dem Dach erwartet. Vor allem Schifte draußen. Dürfen wieder in den Regen. Er hat sich immer noch keine Mütze organisiert. Und eine Regenjacke, so einen komischen Gummikittel. Da wird tausende rumgelegen hier. Weil er weiß ganz genau, dass wir erstmal kurz gucken müssen. Ich hoffe, dass es jetzt keinen unangenehmen Fight auf dem Dach gibt hier oder so. Zack. Kann man hier durch? Ganz feines Maschengeflecht, ganz fein.
Das sieht aus wie entkommen. Aber man muss natürlich noch kurz hier in das... Ist das hier die Seilwinde für den Aufzug? Laura ist auch wieder zu hören. 9. Mai. Regen den ganzen Tag aus dem... Achso, Regen. Den ganzen Tag aus dem Fenster gestarrt. Friedlich hier, nichts zu tun. Darf immer noch nicht nach draußen. 10. Mai. Regnet immer noch. Hab kurz mit dem Arzt gesprochen. Hätten sie mich gerettet, wenn ich keine Familie zu ernähren gehabt hätte? Ich weiß, dass ich erbärmlich bin. Schwach. Nicht jeder kann stark sein. 11. Mai. Wieder Regen. Die Medikamente machen mich krank. Wenn es mir nur unter Drogen besser geht, wer bin ich denn überhaupt? Ah, interessante Frage. Haben wir hier? 12. Mai. Wie immer Regen. Ich will niemanden mehr Ärger machen, aber ich bin so oder so eine Last. Kann es wirklich Sünde sein, wegzurennen, statt zu kämpfen? Manche sagen das, aber sie müssen nicht mein Leben leben. Das ist vielleicht egoistisch, aber so will ich es. So ist es zu schwer. Es ist einfach zu schwer. 13. Mai. Der Arzt war heute hier. Er sagt, dass ich bald entlassen werde, dass ich nach Hause gehen darf. Ich sollte froh darüber sein, aber ich habe auch Angst, große Angst. Ich spüre, dass bald irgendwas passiert. Wie der letzte Atemzug vor dem Sprung ins kalte Wasser. Aber tief drin weiß ich, dass es zu spät ist, um umzukehren. Wer hat sich hierher verkrochen? Ich hätte doch jetzt hier theoretisch gar nicht reingemusst, oder doch? Weil eigentlich habe ich gedacht, wir verduften übers Geländer irgendwie. Ist das die andere Seite der Tür? Aber was soll denn das jetzt? Ich will jetzt wissen, was da ist halt, ne? Da oben noch. Der böse Wolf kommt. Laura? Ich bin's, ich will nur reden. Warum taucht der Assi hier immer auf? Was stellt der da? Alter, 7 Schuss. Die wollen, dass wir jetzt irgendwie... Jetzt sehen wir nochmal der Vorbereitungsraum. Ah, okay. Ich will jetzt wissen, was auf dem Dach ist, ne? Bevor ich jetzt hier weitergehe, weil das scheint ja dann der Hauptweg zu sein. Komische Tür. Weißt du, warum regelst du hier so eine massive Tür rein, wenn du hier die Möglichkeit hast, durch 2 normale Türen zu gehen? Und im selben Trakt zu sein. Macht nicht so richtig Sinn, oder? So, wenn du Arsch jetzt hier oben bist, trete ich dir in die Eier. Ja! Boah, fuckt mich das ab.
Weißt du, weil du den falschen Weg, weil du dachtest. Ah! Da! Und dann reiße ich ihm hier halt hier den Arsch auf. Ist mir egal. Ja, wo ich ihn treffe, der kriegt jetzt. Oh. Die guten alten Zeiten. Sowas gibt's heute nicht mehr. Exit. Laura? How do you know my name? Eddie told me. That big, fat blabbermouth. Laura, why do you keep running away from me? And how do you know about Mary? I just do. What's the big deal? Why can't you just tell me? You gonna yell at me if I don't? No. I won't, please, just... I need to know. Mary's my friend. We met at the hospital last year. Stop lying! Laura, I'm sorry, I didn't... Fine! Don't believe me! See if I care! Hey! Let go! I'm sorry, Laura, but I can't let you just run around this place. You might get hurt. Hurt by what? Look, just... stay with me, okay? This is no place for a kid. Fine. But... there's something I gotta get. Laura... it's important. What is it? A letter. For Mary. What? I hid it. In there. Sure, this is where you left it? It's in the back. Behind an old pipe. Okay, wait here. Laura? Aww. Open the door, Laura. Why should I? I'm a liar, right? Want me to open it? Huh? Do ya? Laura, open this door right now. What's the magic word? Laura! Nope, that's not it. I guess I won't open it. Get me out of here, you little brat! In your dreams, fart face. Laura, please open the door. There's something in here. Sure there is. A big lying fart face. See a fart face! Laura! Laura! Alter, so die Röde. Also macht das Sinn, Nick? Oh.
schnell Zeit für einen Energy Drink. Hoffentlich kriegt er nicht noch Unterstützung, weil auch immer das ist. Okay, okay. Oh. Ah, ich wollte ausweichen, Mann. Oh, fuck off. Gehen wir nochmal schnell hin. Kreaturen. James. James. Was eine Zelle. Einfach in einem Raum jetzt aufgewacht. Bisschen Gras haben wir. Und was wir auch haben, ist, dass wir es nicht geschafft haben. Ah, cool, beim ersten Mal. Oder ganz nice eigentlich. Ja, wir machen jetzt mal Schluss. Bedanke mich wie immer, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Silent Hill 2 wieder. Schönen Abend. Haut rein.